Feldkämmerin 1 haben wir jetzt den Julia Kilgos mit SSV Zuffenhausen. Auf Feld Nummer 2 die Sabrina Tull. Auf Feld 8 130 Sprünge. Feld Nummer 3 Lea Christine Thiel von der TG Hanau. Feld Nummer 4 den Robin Kraus vom TV Rumstadt. 76. Das Feld Nummer 5 bleibt leer. Der Erik Seeger hat verzichtet. Feld Nummer 6 bleibt der Moritz Kump vom TSV Höchst. Feld Nummer 7 Felix Rüh von der TG Rüsselsheim. Und Feld Nummer 8 Semi Gülte der TG Oberlahnstein. Das Kampfgerät ist bereit. Drag up. Single rope, triple unders. Judges ready. Athletes ready. Set. Jetzt haben wir den letzten Durchgang im Triple Undercut. Zum Beispiel den Felix Rühl von der TG Rüsselsheim. Und jetzt springen noch zwei Springer. Einmal der Julian Kilgus vom SSV Zuffenhausen und der Moritz Kumpf von der TSV Höchst. Merkt man jetzt auch, wie ruhig die Halle ist. Die ganze Halle guckt jetzt auf Feld 1. Julian ist immer noch am Springen. Sieht hier auch, wie schön sauber er springt. Schön gerade. Immer gleich und immer mit genug Sprung nach oben.
So, sein eigenes Ergebnis vom letzten Jahr hat der Julian jetzt schon überboten, wenn ich die Ergebnisse richtig mitbekommen habe. Und er ist gerade auf Rekordkurs, wenn man es so sagen kann. Die Halle wird lauter. Das müsste neuer deutscher Rekord sein. Ich habe leider noch keine Ergebnisse, aber wir sehen es gleich in der Kamera. Das müsste ein deutscher Rekord sein. Der alte liegt bei 521, ja. 560. Also Glück bei weitem übertroffen. Ja, ich glaube, er hat es so realisiert. Ja. So, jetzt haben wir es auch offiziell auf dem Bildschirm stehen. 560 Durchschläge, Triple Under. Das ist neuer deutscher Rekord. Der alte lag bei 521 von Erik Seger, von einem Tim Melsohn. Also der neue deutsche Rekordhalter am Triple Under Cup ist der Julian Kilgus vom SSV Kippenhausen. Ja, da freut sich die ganze Halle mit. Auch noch mal dazu sagen, der alte Rekord, der wurde 2016 aufgestellt, also ist auch schon mal ein paar Jahre her jetzt. Das war bei der Weltmeisterschaft 2016 in Schweden. Ja, und jetzt haben wir einen neuen Rekord von 2023. Sie sind der Meinung, das war? Genau.